Wenn du öfter Yoga übst, dann hast du bestimmt auch schon mal Gelenkmobilisierungsübungen praktiziert. Ja, das sind so Übungen, bei denen man die Gelenke, die verschiedenen Gelenke des Körpers eben kreisen lässt oder vor und zurück auf und ab bewegt. Und die werden ja oft am Anfang von Yogastunden auch praktiziert. Ja, besonders der Hals, der Nacken, die Schultern, die werden oft mobilisiert am Anfang durch so ein Hin- und Herbewegen des Kopfes zum Beispiel. Ja, das beugt dann in der folgenden Asana-Praxis auch Verletzungen vor, wenn die Gelenke eben schon warm sind, ja, Gelenkschmiere produziert wurde, ein bisschen die Muskulatur da warm gemacht wurde. Aber diese Gelenkmobilisierungsübungen, die sind nicht nur vorbereitend für die Asana-Praxis, wie sie meist geübt werden eben in Yogastunden, sondern das sind auch Sequenzen, die ganz für sich stehen können. Ja? Also in verschiedenen Traditionen werden die dann zum Beispiel als Pavanmukdasanas bezeichnet, bei Swami Satyananda Saraswati, oder auch als Sukshma Vyayamas, ja, auch bei ihm oder auch bei Dhirendra Brahmachari in der Tradition. Aber auch bei Yoganandas Energetisierungsübungen finden wir viele so Gelenkmobilisierungsübungen. Und die haben sehr viele gesundheitliche Vorteile, ja, sind natürlich sehr gut für die Gelenke. Wir erzeugen, wie gesagt, Gelenkschmiere. Ja, Trockenheit in den Gelenken wird damit vorgebeugt. Sie werden flexibler, elastischer, widerstandsfähiger. Auch Ablagerungen in den Gelenken werden dadurch abgebaut. Und es wird auch vorgebeugt, dass sich eben Ablagerungen überhaupt entstehen können in den Gelenken. Ja, auch wie bei verschiedenen Erkrankungen der Gelenke, ja, rheumatischen Erkrankungen, Gicht, Arthrose, Arthritis. Ja, all diesen Erkrankungen kann mit diesen Übungen vorgebeugt werden. Teilweise können sie auch zu einer Genesung beitragen in diesen Fällen. Und genau, im Ayurveda gehen wir auch davon aus, dass eben Amma, ja, also unverdaute Nahrungsrückstände im Körper sich besonders gern in den Gelenken absetzen, dass sie sich eben aus dem Verdauungstrakt, wenn sie eben nicht ausgeschieden werden können, diese Giftstoffe, diese Toxine, dass sie dann eben durch den Körper reisen und an verschiedenen Punkten hängen bleiben, Erkrankungen verursachen und ganz besonders eben in den Gelenken. Und auch das Vata, das Luftelement, das setzt sich auch besonders gerne in den Gelenken ab, wenn es ein Überschuss ist. Und kann eben mit solchen Übungen befreit werden. Ja, die Pavanmukdasanas zum Beispiel von Satyananda. Pavanmukdasana, das bedeutet auch die luftbefreienden Übungen. Also befreien einen Überschuss an Luft, einen Überschuss an Vata Dosha durch die Bewegung aus den Gelenken. Und wenn dann eben so ein Knacken entsteht, ja, dann wird diese Luft freigesetzt. Also auch in medizinischer Perspektive, ja, da kann es alle möglichen Ursachen für ein Knacken der Gelenke geben. Aber die häufigste Ursache, das Normalste ist tatsächlich, dass eben in den Gelenken Gas abgelagert ist und ein Vakuum entsteht und dann so ein Aufploppen, ein Freisetzen dieses Gases in dem Knacken des Gelenkes eben geschieht. Ja, also es wird tatsächlich Luft befreit, ja, Vata wird freigesetzt und dadurch kann eben Prana auch frei durch die Gelenke fließen, weil wenn wir eben alle möglichen Ablagerungen, einen Überschuss an Luft, an unverdauten Toxinen und so weiter in den Gelenken haben, dann kann auch das Prana nicht frei durch diese Gelenke fließen, die Lebenskraft. Ja. Wenn wir also diese verschiedenen Sequenzen machen, die Gelenke im Körper durchbewegen, ja, dann tun wir also nicht nur den Gelenken was Gutes, sondern wir aktivieren auch den Fluss der Energie im Körper. Das kann man auch merken, wenn man morgens aufwacht zum Beispiel und noch müde ist, ja, dann fühlen sich die Gelenke ja immer so ein bisschen steif und schwer und vielleicht dick an. Und wenn man dann eben diese Übung macht, dann merkt man, dass auch nicht nur die Gelenke beweglich und geschmeidig werden, sondern dass auch der Geist und der ganze Körper, ja, damit wach und energetisiert wird. Und da gibt es nun verschiedene Methoden, wie ich schon sagte, wie man diese Techniken, diese Übungen durchführen kann. Ja, in den Pavamukdasanas von Satyananda zum Beispiel sitzt man in der Grundhaltung im Langsitz, ja, mit auf dem Boden ausgestreckten Beinen und bewegt dann alle Gelenke des Körpers von unten nach oben systematisch durch. Man startet also mit den Zehen, bewegt die Zehen vor und zurück, dann die ganzen Füße vor und zurück, beginnt dann die Füße zu kreisen, erst in eine Richtung, dann in die andere, macht dann weiter mit Knien, Hüfte, ja, Fingern, Handgelenken, Ellenbogen, Schultern, Hals, ja, eventuell noch die Wirbel. So und so arbeitet man sich von unten nach oben durch. Und bei den Sukshma Vyayamas in der Tradition von Dhirendra Brahmachari, da arbeitet man sich im Stehen von oben nach unten durch. Ja, zumindest so wie Reinhard Gammenthaler diese auch unterrichtet. Also diese Übung führt man ganz im Stehen durch, beginnt eben mit dem Kopf, mit Nackenbewegung und arbeitet sich langsam nach unten durch und endet bei den Füßen. Ja, beide Reihenfolgen haben sicherlich ihren eigenen Sinn und ihre eigenen Vorteile.
Ja, und aber auch die Art, wie wir diese Übung ausführen, die kann sehr variieren. Also die Pavamukta-Asanas oder auch in eben Yoga-Stunden, Asana-Stunden, wo nur einige dieser Übungen vorkommen, da wird normalerweise so eine Gelenkmobilisierung sehr langsam durchgeführt. Also es ist eigentlich immer mit dem Atem synchronisiert, sodass wir zum Beispiel ausatmen, zur Seite schauen, einatmen, zur Mitte, ausatmend wieder zur Seite, einatmen zur Mitte. Und wenn wir diese Übungen ganz langsam durchführen, dann hat das auch eine sehr beruhigende Wirkung auf den Geist. Und das ist eine sehr gute Übung, um wirklich dieses Vata auch im Geist runterzufahren und diesem Drang nach Schnelligkeit irgendwo nicht nachzugeben, sondern immer wieder in die Ruhe zu kommen und diese Bewegungen wirklich ganz bewusst und ruhig auszuführen. Ja? Und so kann das Ganze eben eine sehr harmonisierende, beruhigende und auch erdende Wirkung haben. Ja? Wenn wir Vata-Luftüberschuss ausgleichen, dann führt das ja immer auch zu Erdung, zu Beruhigung, zu Harmonie im Geist. Jetzt kann man aber die gleichen Übungen, die gleiche Sequenz von Satyananda zum Beispiel auch sehr viel dynamischer ausführen, wo man dann zum Beispiel schnell und kraftvoll atmet. Ja? Also wenn ich dann die Hand bewege, könnte das zum Beispiel so aussehen. Ja, dass ich also dann auch noch einen Pranayama gleichzeitig übe und den Körper eben und den Geist eher aktiviere, als zu harmonisieren. Wenn ich dann diese ganze Sequenz durchgehe, was dann vielleicht, sagen wir mal, an die 15, 20 Minuten dauert, dann habe ich eben auch 15, 20 Minuten intensive Atmung, Pranayama geübt und meine Energie nochmal nicht nur in freien Fluss gebracht, sondern auch hochgefahren. Ja. Und wieder anders ist es zum Beispiel bei Dhirendra Brahmachari in der Tradition. Da werden diese Übungen meistens mit angehaltenem Atem praktiziert. Das ist dann, je nachdem, vielleicht noch eine Stufe höher, noch eine Stufe fortgeschrittener und hat auch vielleicht, meiner subjektiven Empfindung nach zumindest, einen noch stärkeren Effekt auf die Aktivierung des Pranas, der Energie. Also da atmen wir dann tief ein, halten die Luft an und machen dann diese Gelenkbewegung mit gehaltenem Atem für eine gewisse Anzahl, lassen die Arme dann zum Beispiel sinken und atmen dann aus, atmen einmal zwischen, atmen ein, halten die Luft und machen die nächsten Gelenke. Ja, man kann als generelle Daumenregel sagen, dass man jede Bewegung vielleicht auch in den verschiedenen Traditionen so um die 10 Mal, vielleicht mindestens 5 Mal, manchmal vielleicht auch 15 Mal, kommt vielleicht auch aufs Gelenk an, durchführt. Ja. Und in diesen Traditionen werden diese Übungen eben empfohlen, nicht nur als Vorbereitung auf die Asanas, aber auch das. Ja, also tatsächlich wird bei Satyananda zum Beispiel gesagt, dass man diese Übungen täglich ausführen sollte und das am besten über Monate, bevor man überhaupt mit der eigentlichen Asana-Praxis anfängt, um den Körper darauf vorzubereiten, die Asanas zu üben. Aber die Übungen können eben auch ganz für sich allein stehen. Und die haben eben, wie ich schon sagte, auch neben diesen Gelenkwirkungen, neben den guten Wirkungen auf die Gelenke, können die eben auch den ganzen Herzkreislauf, den Blutdruck regulieren, aktivieren. Sie können auch die Zirkulation des Blutes und auch besonders die Zirkulation der Lymphe anregen. Und natürlich die Atmung, wie gesagt, auch trainieren, auch ein Atembewusstsein schaffen. So wirken die auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sehr stark auf unser generelles Wohlbefinden, unsere Gesundheit, beugen vielen Krankheiten vor, steigern unsere Energie und halten auch unser Immunsystem hoch. Und diese können eben, wie gesagt, vorbereitend auf die Asanas praktiziert werden, entweder über längere Zeit, bevor man überhaupt mit den Asanas beginnt, oder auch am Anfang einer Yogastunde oder vorbereitend auf eine Yogastunde als eigene Sequenz, oder eben auch ganz für sich. Ja? Also die haben auch ganz für sich einen eigenen Wert. Da können Asanas dann auch ersetzen, wobei ich natürlich auch empfehlen würde, durchaus Asanas zu üben, um die Wirbelsäule eben auch ganz besonders zu mobilisieren. Da können natürlich die Seitbeugen, Vorbeugen, Rückbeugen, sowie auch die Drehungen, die Umkehrhaltung, die Hüftöffner, das sind alles Aspekte, die wir in diesen Mobilisierungsübungen jetzt normalerweise nicht drin haben. Also es ist, ergänzt sich sehr gut. Ich persönlich würde empfehlen und bevorzugen, Asanas und Gelenkmobilisierungsübungen miteinander zu verknüpfen. Du kannst im Internet auf jeden Fall auch verschiedene dieser Übungssequenzen finden, wenn du zum Beispiel Pavamukdasanas oder Sukshma Vyayamas eingibst. Ich wollte jetzt ein bisschen darüber informieren, was diese Übungen eben für einen Wert haben und was für verschiedene Variationen es da geben kann. Also dann viel Spaß beim Üben. Om Shanti.